Jo Leute, willkommen. Was soll ich sagen hier? Drittes Mal irgendwie in kurzer Zeit gegen Melli. Freut mich immer, ne? Muss ich natürlich recorden, aber ja, was machen wir denn diesmal? Ich zeige euch mal überhaupt, dass da so alles steht. Es ist irgendwie ein bisschen enttäuschend hier dafür, dass es hier Melli ist, ne? Ich meine, du hast auch nichts Neues. Viele Odins, viele Beast Riders und sowas. Oha, was ist denn das für ein AIDS-Team? Sylvia, Luis und Harmonia. Und hier recht. Ich glaube, den mache ich, ja. Na gut, ich muss irgendwie sagen, für das erste Team oben wäre mir jetzt gar nichts so eingefallen. Ich hätte ein bisschen an Rika überlegt, aber ja, das wird nichts werden. Dem Double Immunity, dem auch ein bisschen Cleanse und so, ziemlich viel Heal. Könnte man halt mit Fran und Genny, man könnte irgendwie funktionieren, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, Ciara, Perna und Orion ist auch so ein bisschen, ne? Braucht man irgendwie auch ein bisschen Glück wegen Defense Break und sowas halt, ne? Aber ja, wir werden es machen. Und unten, tja, sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass mich irgendwie Odin cutten würde. Also das wäre jetzt irgendwie so der Plan, ne? Von mir ist, dass Vigor drankommt und auch Kaemon. Also Vigor wird ziemlich schnell sein, denke ich mal. Ich hoffe jetzt, dass meine Tiana irgendwie nicht, ne? So Speedtuning und so, dass das wieder verkackt. Okay, wir werden sehen. Okay. So. Sollen wir dich. Unendlicher Hass, ich weiß, Yara. Gut, Orion hat auch nichts gestrippt. Tanky. Ich hoffe, dass die echt irgendwie nicht so mit Sylvia drankommt, die Louise, und wirklich andauernd ihr Shield, also ihren dritten ready hat. Das wäre schon ziemlich overpowered. Ja. Ich glaube nämlich, jetzt hat sie schon wieder oder hätte sie ready. Machen wir zweiten Skill. Into Vio Proc. Into bringt eh nix. Na gut, Bomben, und ich würde auch sagen, wir detonaten, und ich hoffe, dass Perna drankommt. Und der Damage reicht, ich glaube schon. Jawohl. Hast du keinen dritten hier, Luis, oder hast du einfach keinen Bock? Ja, keine Ahnung, ich meine. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Team wirklich schlecht ist, ja. Ich meine, es fehlt halt an Damage, auf jeden Fall. Und irgendwie glaube ich, dass zumindest irgendwas von denen auf Destroy sein sollte, wenn man schon sowas macht. Aber ja, vom Prinzip, also ich habe jetzt nicht mal irgendwie einen richtigen Healer, außer Perna. Na gut, und Perna ist kein richtiger Healer, ja. Ja. Aber ich meine, hey, mal was anderes, ne? So, hast du. Ach ja, genau, und sie macht ja keine Immunity. Wenn sie da irgendwie nicht voll geheilt wird, irgendwie so, ne? Proc. Ah, kein Bock, ha? So, Double Bomb, Detonate, 30k oder irgend sowas. Bye bye, Luis. Ja, 29,622. Oh, du You fucking. are a game Schau, das ist doch behindert. Ja, was ist das? Was für. What the fuck, hey? Och, das nervt mich gerade. Wobei, es war eigentlich, glaube ich, dumm von mir. Ne? Sein dritter Skill ist dieser Zeros-Zerstörer-Scheiß, ne? Fuck, hey. Ich hätte nicht Zeros nehmen sollen, ich hätte irgendeinen anderen Feuer-Damage-Dealer nehmen sollen. Okay, der gute Kollege hier, gegen den ich ja letztes Mal verloren habe. Erst habe ich überlegt, Leo, Konami und Lucian zu nehmen. Weil ich ja noch weiß, dass der Panda ziemlich schnell ist, aber ja, weiß ich nicht. Wenn ich mit. Ich weiß nicht, ob der Panda noch auf Will ist. Und wenn Leo nicht den Attack Bar Reduce landet, dann würde der Panda, mein. Eine Konami outspeeden, dann wäre eigentlich wieder GG. Also,
ja, es würde darauf hinauslaufen, wenn Leo resisted wird, dann ja, instant lose. Deswegen mache ich jetzt Yen, Lauren, Jasun und hoffe einfach, dass Yen die Scheiße rausproppt aus denen. Und ja, für unten ein Full-Feuer-Team. Wobei das Ding ist halt Raccoony mit seinem Passive und Isis. Naja, was soll's, ne? Was soll's? Ich könnte, weiß ich nicht, Rina oder irgend sowas nehmen. Okay. Panda ist auf Will. Panda ist immer noch auf Will. Es ist unglaublich. Ja, und ich glaube, Lauren ist. Glancing. Wahnsinn. Was ist mit. Das ist so behindert, hey. Fucking Lauren. Okay, Yen proppt auch nicht. Natürlich geht Sarah zu auf Yen. Ach, fuck, hey, wieso? Es ist so nervig, ey. Scheiß RNG, wirklich. Und vor allem der Panda ja auch wieder. Warum macht er nicht seinen zweiten Skill? Nein, er macht Defense Break of Lauren, so. Unglaublich, ey, wirklich. So, was haben wir da? Oh, du sleepst mich. Tap, tap. Mehr Dots und sowas. Ich glaube, Isis fällt dann eh um. Ja, ist schon weg. Beast Rider wird an Dot sterben. Warum auch sonst nichts machen? Ja, ist dann Chivo. So, gehen wir Belonius den Turn. Killen Chivo, stunnen dich. Ja, ne? Kann ich bitte nochmal den ersten Fight spielen? So behindert wirklich. Na gut. Fangliche. Ich weiß nicht, hey, Lauren. Irgendwie. Wir beide mögen uns nicht, was irgendwie das Strippen oder so angeht. Na gut, letzte hier, Invictus. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da nicht so hundertprozentig hier mit meinem Team spin, ne? Schauen wir mal, also oben hier Ciara. Absolut übertriebenste Runen, die auf Ciara hat. Vielleicht kann ich es nachher noch zeigen. Barbara und Ophelia. Ophelia ist eigentlich das, was mich so am meisten nervt. Wegen ihrem Fred State, ne? Und ja, auch unten irgendwie Rakan, Orion und Savannah. Weiß ich irgendwie nicht, aber. Ja, zu spät würde ich jetzt sagen. Vielleicht haben wir ja da ein bisschen mehr Glück als davor. So, du outspeedest mich. Machst aber nicht viel. Okay. Resist. Na schön. So, Fred State, Blödsinn. Ne? Kennen wir ja. Ja, die Bombe. Ja, ist das. Wieso glänzt sie sich hier, wenn sie fast Full AP hat? The fuck? Proc. Stun. Ach komm. Kannst du irgendeinen Debuff landen? Hey, okay. Immerhin nicht resistet. Das heißt, Ciara sollte jetzt sterben. Tut sie. So. Wieder fucking Fred State. Stun oder so. Okay. Bombe. Gut, ich glaube, Perna überlebt das nicht mehr. Wieso glänzt die? Die hat fast Full HP, Mann. So, das Problem ist halt. Bastet wird jetzt sterben. Du Wire Prox und crittest. Wire Prox wieder und crittest wieder. Und Wire Prox nochmal und crittest beide Hits. Was.
Ein fucking Wasservieh one-shottet meine Ciara fast, ja? Ich meine, komm. Und schön, dass halt Ophelia jetzt Immunity hat. Na, ich meine, es ist eh egal. Weil sie crittet mich jetzt sicher wieder. Nevermind, aber. Typisch Meliprox. Was soll ich sagen? Ja, Invictus, hä? Na gut, Freunde, was soll's? Keine Ahnung. Bin gerade ein bisschen enttäuscht hier und schon wieder ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Eigentlich. Ja, ziemlich viel genervt hier von den Procs und RNGs und naja, was soll's? Egal. Trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und ja. Bis zum nächsten Mal.